Bist du sicher, dass du es durchziehen willst? Absolut sicher! Wenn ich es jetzt nicht tue, werde ich es nie tun, weißt du? Oh ja, das tut so gut. Au, nein, das ist zu doll. Etwas mehr nach rechts. Ja, das ist perfekt. Danke, Nick. Ich wusste doch, dass es einen Grund gibt, wieso Menschen nicht aus Flugzeugen springen sollten. Wenigstens kannst du dich ausruhen. Aber dadurch komme ich mit meiner Arbeit hier in Verzug. Vielleicht gibt's auch einen Grund für den verstauchten Fuß. Und welcher wäre das? Ein Chef darf nicht alles selbst machen. Du solltest lernen zu delegieren. Deswegen bin ich in einem Wombatbau gelandet, hm? Na, das wäre immerhin möglich. Oder vielleicht wolltest du nur von mir gepflegt werden. Hm. Au! Entschuldigung. Schon okay. Tut mir leid. Jedenfalls eins kann ich auf gar keinen Fall delegieren und das ist die Buchführung. Gut, ich helfe die Treppe runter. Geh ruhig, Nick, ich schaff's. Nein, ich bleib hier, falls du mich doch mal brauchst. Hallo, Tess. Hallo. Wie geht's deinem Fuß? Gut, ja, danke. Schön. Was ist denn, Kate? Können wir mal über meine Leistungsbeurteilung sprechen? Für meine Referenzen. Ich habe mich schon mal selbst eingeschätzt. Sie ist 2 Minuten hier und schon beförderst du sie? Es ist keine Beförderung, Jody. Es ist nur eine andere Formulierung für ihren Lebenslauf. Es hat gar nichts zu bedeuten. Doch, hat es schon. Okay, gut. Also Jody kann meinetwegen auch verantwortliche Agra sonst was sein. Es kann aber nicht 2 Verantwortliche geben, Tess. Ja, sie hat recht. Eine muss der Sheriff sein. Tja, mir fällt nur eine Möglichkeit ein, wie wir rauskriegen können, wer den Titel verdient. Welche? Wer am fleißigsten arbeitet. Hm? Über welchen Zeitraum? 2... Nein, sagen wir lieber 3 Tage. Einverstanden. Einverstanden. Danke, Tess. Immer wieder gern. Du hättest mit mir reden können, bevor du eine Beförderung aussprichst. Das ist keine Beförderung. Es ist eine Änderung der Bezeichnung. Ach so. Und was soll verantwortliche Agrarverwalterin überhaupt bedeuten? Es bedeutet, dass Jody und Kate 3-mal so viel arbeiten wie normalerweise. Das sind ja interessante Personalführungstechniken. Solange sie den Druck aushalten. Ein bisschen Rivalität unter Freunden. Hat noch niemals geschadet. Setz dich hin. Also du bist jedenfalls eine Gefahr für dich selbst. Denkst du, es hat immer einen Grund, wenn Menschen sich verletzen? Meinst du, um nicht arbeiten zu müssen? Kochen ist auch Arbeit. Ja, aber koch nicht zu viel. Ich bin nachher nicht da. Ich gehe essen. Aber nicht zufällig mit einem unserer Nachbarn? Eventuell. Vielleicht habe ich mich unterbewusst deswegen verletzt, um Nicks ungeteilte Aufmerksamkeit zu erhalten. Was meinst du? Ich denke, kein Mann ist es wert, dass man so leidet. War dein Date nicht schön? Es hat kein Date stattgefunden. Er ist nicht gekommen. Super stark. Genau wie du ihn magst. Instant-Kaffee. Toll. Du bist nach 2 Patzern, kann er gehen. Ein bisschen hart, oder nicht? Sowas passiert mal, denke ich. Dass er zufällig einen Typen trifft, den er zufällig aus der Stadt kennt, für den er zufällig das Auto herrichten soll? Wenn Männer irgendein Problem haben, dann drücken sie die Wahrheit so aus, als wäre es eine Lüge. Und eine Lüge klingt wie die Wahrheit. Was hältst du von Nils Pferd? Ist das gut? Kann ich noch nicht sagen, ich war nicht da. Ich werde es mir morgen ansehen. Kommt, wir sind fertig für heute. Es geht mir gut? Ja, mir auch. Ich habe gesagt, wir sind fertig. Ich bin noch fit. Ich bin noch fit. Sie sehen so aus, als bräuchten Sie deine Krücken. Oh. Hallo, Terry. Hallihallo. Was gibt's? Ach, nur ein Hausbesuch. Ich wollte mal fragen, ob Kate mit dem Kundendienst heute zufrieden war. Ja, sehr. Okay. Wackel mit den Zehen. Schmerzen? Mm-mm. Wie ist das?
Nein, tut nicht weh. Neulich hast du gesagt, es gäbe einen Grund, wieso ich mir den Fuß verstaucht habe. Inzwischen weiß ich ihn. Es geht um das Gleichgewicht. Balance. Einfach auszuspannen. Genau. Und weißt du, ich bin darin nicht so gut, deswegen ist es unbewusst passiert. Hast du das vielleicht gemeint? Ich hatte es mir nur ausgedacht, damit ich dich versorgen durfte. Ich dachte, du hättest ein schlechtes Gewissen. Naja, manchmal passieren Unfälle einfach, Tess.